Ich habe nur noch eines, was schon fast hinüber ist. Mach du mal. Oh, ich habe Schienen schon gefunden. Mhm. Und Silber und Lead. Ja, ich wollte da unten erstmal ein bisschen ausleuchten, bevor ich Okay, hier geht's nicht weiter. Also das wollte ich auch noch weg, das auch da, das auch, das auch, das auch. Dann ein bisschen Kohle, ich brauche noch ein paar Fackeln. So. Genügend Fackeln habe ich. Ich komme gerade runter. Okay, wir brauchen auf jeden Fall eine Eisenspitzhacke dafür. Oder einen Trill. Gut, oben geht's mal nicht weiter. Lalala. Jemand hier? Zu Hause? Wo? Nee, ich frag gerade, ob jemand zu Hause ist. Vielleicht antwortet ja einer. Ach so, am besten die Fackeln nicht am Boden platzieren. Hä? Besser ist Wände, weil eine Wandseite immer. Wieso? Dann weiß man, in welche Richtung man gehen muss. Also ich tue sie immer von mir links, dann weiß ich genau, oder rechts, in der Richtung müssen wir gehen. Ach, okay. Um wieder zurückzufinden. Da geht's noch eine Ebene tiefer? Nee. Skeletti? Zwei Skelette? Danke für den weiteren Bogen. Den kann ich mit dem anderen kombinieren. Nochmal zwei Skelette, da hinten vielleicht zufälligerweise sind's. The Creeper! Bumm, hat er gemacht! Ja, ich hab's gehört. Mir ist aber nichts passiert. Zumindest nicht allzu viel. Gut, ich hör Zombie. Ich auch. Und Spinne. Ganz kleinen Moment kurz. So, oben ist nix. Oh, ich hab ein Emerald gefunden. Wow, hier sieht's ja nice aus. Flattermaus. Okay, ich hab's alle gefunden. Hä? Ach, danke fürs Auf. Ja, so kann man auch mal schnell aufräumen. Ich mach's immer rechts lang. Oh, Lapis Lazuli, sehr schön. Warte mal.
Alle Fackeln am besten rechts, ich mach's immer rechts lang. Also hier geht nicht weiter. Sackgasse. Machen wir noch die Erze, soweit wir können, aus der Wand. Hier haben wir ein bisschen Zinn. Eisen habe ich auch gerade wieder. Mach ich ja immer vorsichtig, niemals auf Erzen draufstehen, während du sie abbaust. Ja. Kohle habe ich auch gerade gefunden. Ich auch gerade eine Menge. Wenn ich einen Gang erforscht habe, mache ich das aber meistens so. Ich baue die Fackeln ab und mache dann den Gang zu. baue ihn dann mit Cobblestone, baue ich den Gang dann zu. Alter Schwede, was für eine Kohleader. Oben haben wir noch was in der Decke. Was ist das? Aber Silber. Also erkennen wir es auch nicht. Scheiße, brauchen wir Eisenspitzhacke. Genau. Ich würde mal vorschlagen, Fackeln wegnehmen. Die können wir wieder brauchen. Sparen wir Kohle. Einfach ja, Fackeln. Hier haben wir ja noch nicht alles abgebaut, ne? Dann markieren wir es. Und zwar am besten mit einer Fackel. Ne, die Fackel ist da drinnen noch nicht mal die Markierung. Da ist ein Zombie. Na du Spaten, wo kommst denn du her? Und du genauso. Ich spawn wieder, weil es ja dunkel ist. Ne, man lässt ein kleines bisschen was davon, eine kleine Lücke auf, dass man da noch lang muss. Ich klemme gerade mal die Lava hier ab. So. Wo bist denn du lang? Ach, da hinten. Hui, hey, Lavasee. So, ich verbinde gerade mal noch die zwei Bögen, die ich da habe. Dann haben sie ein bisschen mehr, hat der Bogen ein bisschen mehr Haltbarkeit. Ja, nur ein kleiner Lavasee, mehr ist es auch nicht. Sieht so aus. Na dann gehen wir mal da lang. Hier haben sie Gras angepflanzt. Ja, die wollen ja auch mal was drauf. Ja, immer noch. Ist hier noch irgendwas? Hier geht auch nicht weiter. Wieder eine Sackgasse. Aber ich höre immer Skelette oder alles höre ich. Erze mitnehmen? Die können wir alle brauchen, die Erze. Noch haben wir es nicht so dicke, als dass wir einfach Erze liegen lassen können. Genau, mitnehmen, weil ich glaube, dem Gang war da noch was eigentlich. Bis auf der Lavasee. Ne, hier in diesem Gang, also war ja nichts Besonderes. Ne, hier war nichts mehr, den kann man komplett zumachen. Ja, den mache ich komplett zu. Verklickt. So. Und hier unten, ja gut, dann mache ich mal so weit zu zumindest, dass wir mal sehen. Hier da unten ist trotzdem noch was. So mache ich Markierungen. Wo kann man noch hin nochmal? Und wo ist dicht?
Hinter dir. Entschuldigung. Da hinten geht's weiter. Und ich höre Spinnen. Ich auch, also ist irgendwo hier vorne in der Nähe. Wenn man so viele Spinnen hat. Ja, ja. Gehen wir erstmal da lang. Da unten ist zumindest sind, da unten sind Creeper. In dem Loch gewesen. Ach, woher kenne ich diesen Weg? Hä? Zurück. Wir sind so hier sind wir hergekommen oder was? Nee. Yep. Ach, zwei Creeper in der Fall. Ja, ja. Ist ja echt super. Ist ja lustig. Hat man auch noch nicht gesehen. Ich sehe Spinnen. Wo bist du hin? Ach da. Was Interessantes gefunden? Ein Creosot, ich nehm's mal mit. Sand, ein bisschen Cobblestone, Wooden Tie. Ja, das hab ich wieder reingetan. Ja, das Ding nehme ich mit. Hopp, Kart wird, Kart, Kart und Kiste wird mitgenommen. Was haben wir denn hier hinten? Gut. Moment, bei mir meldet sich was. Das sollte sich aber eigentlich nicht melden. Ah. Hat denn ein Antivirus? Nee, mein Anti-Spyware-Scanner. Hat sich mal wieder irgendwann, glaube ich, halt wegen einem Chip, wegen Update oder sowas gemeldet. Ja, ja, das macht mein Antivirus-Scanner ja auch. So, wir sollten vielleicht mal eine Aufnahmesession machen, Aufnahmepause machen, eine kleine. Also, ab nach Hause. Erstmal ab nach Hause. Wenn wir den Weg noch hier rausfinden. Warte mal, dann folge mir. Ich kenne nämlich. Also ich weiß auf jeden Fall, dass wir hier waren. Da hier lang. Wo rennst du hin? Genau da lang. Moment, was verdammt? Die zwei Creeper da in dem Loch. Ja, die sind episch, die bleiben glaube ich auch in dem Loch. Na, hier sind die Fackeln auf dem Boden, genau hier, stopp. So. Ich glaube, demnächst baue ich Steinstufen hier runter. Ja, ja, die Hüfttreppe ist ein bisschen doof. Oh, draußen ist es am Regnen. Haha. Hopp. So, dann machen wir erstmal eine kleine Pause. Denk mal, weiß nicht, aber sollen wir nachher gleich noch mal ein bisschen weitermachen. Ich muss nur vielleicht mal kurz eine kleine Zwischenspeicherung machen. Sonst fängt das bei mir ein bisschen an zu lang. Genau, okay. Dann machen wir kurz eine kleine Pause und starten dann ein paar Minuten wieder. Also, bis gleich dann. Ja, bis gleich.